Bereits zum 7. Mal wurde am 28. November in Hannover der Niedersächsische Gesundheitspreis 2017 verliehen. Das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung förderte den Preis dieses Jahr gemeinsam mit dem Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, der AOK Niedersachsen, der Apothekerkammer Niedersachsen und der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen. Der Preis dient dazu, gute Ideen, innovative Ansätze, die gleichzeitig praxistauglich sind, zu identifizieren und zu finden, um eine gute Versorgung und eine gute Gesundheitsförderung in Niedersachsen zu gewährleisten. Mit dem Projekt Straßenambulanz für Wohnungslose und für Menschen ohne Krankenversicherung gewann der Caritasverband Hannover e.V. Die Diakonie Himmelstür gewann den Preis für das Projekt Palliative und hospizliche Versorgung, bei dem Menschen in ihrer letzten Lebensphase intensiv begleitet werden. In der dritten Preiskategorie mHealth gewann die Universitätsmedizin Göttingen, die mobile IT-Lösungen für Mitarbeiter entwickelt. Die Preisverleihung des Niedersächsischen Gesundheitspreises 2017 würdigte auch in diesem Jahr innovative Gesundheitsprojekte.